Nein, der muss Boben dran. Wieso Boben? Der muss doch Boben an. Ronde wird an uns halten. Mann, ob das nur Boben auf unten ist, das passt doch. Was passt? Ist das Lied mit so? Nein, der ist nicht Lied mit. Der, du hast mehr durch. Ja, aber wenn Ronde, der kommt noch hier, nicht noch mich. Hm. Man muss auch jetzt sagen, der muss auch oben sitzen. Er ist wirklich einer der Hauptsponsoren bei uns im Verein. Und ich ohne Wenn und Aber, er macht viel. Wir brauchen nur was sagen und Ron ist gleich da und das finde ich top. Ron, danke. Was machen wir jetzt überhaupt? Ja, wir machen unseren Sponsorenband, ist das ja. So, und jetzt haben wir da oben eine weiße Platte und da hat Ron hat das gesehen und hat gesagt, du, ich möchte wohl gerne so eine Platte von mir da oben dran haben, als Sponsor. Da habe ich gesagt, okay, machen wir das. Und hier unten kommen dann kleine Plaketten dran. Da sind auch schon, glaube ich, 10, 15 Stück von verkauft. Die werden hier unten dann überall dran gemacht. Und dann kann jeder Zuschauer, der hier vorbeikommt, kann sehen, wer den Sportverein unterstützt. Die Lampe nicht aufbauen. Ja, sicher kannst du die aufbauen. Ja, wo dann? Ja, einfach die Schuhe flöten hier. Ja. Wo setzt du das denn hier? Nein, ich hab... Ja, das ist fast. Ja. Oh, nee. In den Bautepumpentag. Läuft gar nichts. Wasserputzzange, ja. Ich hatte gerade mal irgendwo einen im Blickfeld. Ich bin froh, wenn das hier nächste Woche aufgeräumt wird. Akkuschraube? Ja, ich muss erst weglegen. Der ist zu dick, der Bindhalter ist zu dick. Oh. Und ein dünner. Ihr kappt ihn an. Ja, aber sucht ihr mit Fingerslast rein, oder was? Dann mal wieder. Ne? So, mach so. Nee, geht auch nicht, kommst du nicht dran. Dann muss die Verlängerung hin. Ey, mit dir hätte ich fangen müssen. Ich kann nicht mehr, echt. Ich kann nicht mehr. Ich bin fertig. Ich muss erstmal der Feed-Therapie haben danach. Und weggefallen. Da vorne. Ja. Krieg ab. So, mach die Lampe im Aufgau. Wieso kannst du das dann nicht? Nee, weil du keine Lust hast. Nee, weil ich nicht. Ja, weil es zu fass ist. Boah, ist das anstrengend mit dir. Jeden Montag muss ich zur Delfintherapie, dass ich wieder beikomme, wenn ich mit dir gearbeitet habe. Ja, natürlich. So, geh rüber. Du hast doch eh was noch. Fass! Ah, meine Fresse! Nur die oberste Reihe, ne? Nee. Ja. So, fertig. So, und jetzt? Schaum, damit ich dir drin rein kann, nicht lang. Hol dir Fass! Und du fangst an zu schuben. Ich fang, mach die achten fast weh. Oh, Timo! Oh! Ja, der Wind ist da. Hier, so. Ein bisschen her? Nee, dann bin ich zu weit raus. Ja? Ja. Hier oben. Wenn man ihn hier. Ja, nun warte. Hier unten erstmal ein. So, ist es die Sache? Ja, richtig, gut. So. Andere Seite noch eben? Ja. Ja, Entschuldigung. Nee, den Mokko macht alles. Ja, natürlich, immer alles ich. Siehste. Kann mir denn mal einer erzählen, warum ich mit ihm zusammenarbeiten muss? Das kann mir keiner erzählen. Na, lochen kann er. Ja. Also knurren kann er. Aber muss man echt sagen, das sieht top aus. Und ich will ich geil, geil, geil. Es tut sich was. Es tut sich vom ganzen Herzen hier was. Und das tut. Also weißt du, ich bin jetzt so lange im Sportverein, aber das, was hier die letzte Zeit passiert ist, auch mit den Sponsoren und, das ist einfach top, ist da. Das macht richtig Spaß. Weißt du, die kommen hier, die wollen helfen, die wollen unterstützen und das finde ich geil. Das finde ich einfach nur geil. Das blutet nicht das Herz, das geht das Herz auf. Das müssen wir jetzt an der Seite ranbringen. Dann wird das auch beleuchtet. Geht nicht. Und sonst versickert er. Ja. Also kommen die hier dran, die kannst du so drehen. Die kommen hier dran. Können wir die nicht oben drauf machen? Die kannst du doch so beleuchten! Oben drauf? Nee, da ist kein Balken. Wieso ist der Eckbalken doch? Oh ja. Aber das sieht ja scheiße aus. Wieso? Das sieht doch gut aus so, oder? So. So sieht das gut aus. Ja, gut. Nichts ist nichts. So, gib her die Scheiße. Ja! So ist der. Ja! Ist so tief. Entschuldigung. Da noch einen in der Mitte. Nee, ich mag erst mal, dass du nicht mehr festhalten musst. Stop. Ja, nicht so tief. Nee, dann machst du die Platte wieder. Du musst durchschrauben. So, lass uns mal. Ja, gib her das Ding. Mein Gott.
Udo? Nee, bei der Arbeit. Kommst du nochmal? Da geht dir nichts von an, wo ich den weg habe. Soll ich dir das sagen? Da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich ruhig vor der Kamera sagen, die habe ich von Ron geschenkt gekriegt. Da bin ich auch stolz drauf, dass er mir den geschenkt hat. Kannst du doch gar nicht mit um, kann ich den kriegen? Nee. Wieso nicht? Nee, weil das ein Geschenk ist und das verschenkt man nicht wieder. Ich will auch so einen Akkuschrauber haben. Ich will auch so einen Akkuschrauber haben. Ja. Kinder, die was wollen, die kriegen was von hintern. Ich möchte, heißt das denn. Ich möchte gerne. Ja, das klingt anders. So, komm auf die andere Seite. Wieso findest du das blöd? Weil die an der Seite das besser bescheiden. Zeig mir mal, wie du das haben willst von den Seiten. Ich hätte ihn jetzt so gesetzt, dass das so bescheint. Und wenn du das jetzt, dann zeigt das ja nur so, das sieht ja beschissen aus. Bau den doch eben einmal zusammen und dann gucken wir. Ja, hier. Da, nur eine kleine Position beleuchten. Ich glaube aber dann... Wenn du die hier setzt, kannst du die ganze Wand beleuchten. Ja, ich finde aber von oben finde ich das schöner, kann man das bestimmt von hier aus sehen, was hier noch alles dran ist. Ja, du siehst nur das Stück hier. Das sieht komplett bescheint. Hier, so muss der hin. Dann bescheint der die ganze Wand. Aber ein Fluglicht kommt ja auch von oben und nicht von der Seite. Fluglicht soll auf dem Platz bescheinen. Aber hier tun wir ja nur die Sponsoren bescheinen. Bringt ja gar nichts. Macht wie ihr wollt, ich hab keinen Bock mehr. Was jetzt denn? Hier, mach was du wollt. Du musst jetzt oben drauf. Hä? Was willst du jetzt denn? Er ist nur am Trinken und am Rauchen. Setz sie oben drauf und dann ist das gut. So dran. Warte. Dann hast du oben das Mountain-Konto. Nee, so meinst du? Ja, das ist ja, aber dann hast du die Lampe aber davor. Dann tust du das. Nein, so. Hä? In zwei Stück. Zwei Stück reichen. Ich kann zählen, dass ich zwei Punkte gemacht habe. Da sagt er zu mir zwei Punkte. Ich kann schon zählen. Bin zur Schule gegangen. Zwei Punkte. Du, warum hast du den anderen Bett nicht genommen? Weil ich den nicht habe. Wo ist der denn? Hast du den in der Tasche? Nee, den habe ich dir doch gegeben. Nein. Och, jetzt hör auf. Den hast du. Den habe ich nicht, den hast du. Timo, ich habe dir den Bett in der Hand gedrückt. Du warst da ganze Zeit mit am Arbeiten. Hier, Timo. Nimm doch so lange den hier. Ja, dann nimm ich den. Du bist so hohl, bist du. Da konnte ich mir wieder umflippen. Und jetzt pass auf, dass du das R nicht verdeckst. Du bist ab dem R. Du bist... Ich hau ihn. Was macht er jetzt? Gib mir den wieder. So, jetzt hast du das richtige Loch genommen? Ja. So, gib mir die Lampe her. Ja. Also wir sind schon zwei Künstler, ne? Kann ja meckern, wie er will, ne? Aber das haben wir ja im Griff, nicht, Timo? Also da kann ja jeder sagen, nicht zu dicht an den Schott. So? So, dann machen wir jetzt gleich. Du nimmst gleich deinen Schott. So ist das schön. Herrlich. So, andere Seite genauso. So, warte, ich muss eben oben den Abstand wissen. Wie brauchst du den? Genau in die Ecken setzen. Genau in die Ecken setzen. Das passt. Ja, nee, nicht so weit drehen. So, ja. Bist du mal, ja, so ist gut. Hier, mach doch heute den Stift gefasst. Ja. So, gib her. Und drehen, hauen? Ja. Krass. Ja. So, fertig. Vielen Dank, Ron, für die große Tafel. Jetzt wird das noch besser. Und wie gesagt, er ist einer unserer Hauptsponsoren. Und wenn was ist, er ist immer da und unterstützt uns. Danke. Ja, auch solche Leute brauchst du. So ist es. So, wo willst du jetzt hin? Sonntagmorgen hier ein Auto machen. Ihr weiß gar nicht, was ein Auto ist. Jedes Mal dieselbe Kacke hier, Sonntagmorgen. Dann kommt ihr auf solche Trichter. Wir müssen Aufnahmen machen, Outro-Aufnahmen. Ich hätte wohl ein Auto, aber doch kein Outro-Aufnahmen. Mein Gott, nee, Sonntagmorgen, wo ich normalerweise mit Bildchen zum Frühstücken schön am Tisch sitze. Jetzt soll ich auch noch einen Trecker rausholen, oder was? Sonntagmorgens hier einen Trecker rausfahren, damit mir der Nachbar noch mehr auf den Schlips geht. Also, ey, weißt du, der hat mir noch mal mehr lieb als sonst was. Na, das ist so was Blödes hab ich nicht gesehen. Ja, jetzt fahr ich hier durchs Auto. Ich fahr durchs Auto. Hier, Auto. Na, liebe Zuschauer, danke, dass ihr unser bescheuertes Video immer anguckt. Teilen und liken. Und Daumen nach oben lassen für sowas Bescheuertes. So, jetzt muss ich umdrehen. Ah, Herrgott, nochmal, das ist die ganze Scheiße hier. Jetzt geht der jetzt in die Garage.
Schaut, 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 schaut einfach mal in unseren Shop vorbei. Da unterstützt ihr unser Verein mit. Also ist ganz lieb von euch. Und wie gesagt, das Video immer schön teilen und liken. So, und jetzt fahre ich in die Garage. Jetzt kannst du mich mal am Arsch lecken. Ich will jetzt nach Hause und mit meinem Bienchen frühstücken. Bescheuert, so ein Heckmeck hier am Sonntagmorgen machen. Kriegst du noch eine Krise hier?